und herzlich willkommen bei Lehrerliebling, der YouTube-Kanal, der euch beim Lernen helfen soll. Heute wollen wir uns mit Nahrungsbeziehungen beschäftigen, das heißt mit Nahrungsketten und Nahrungsnetzen. Das heutige Video soll sich vor allem mit dem Ökosystem Wald beschäftigen. Ihr könnt dieses Thema aber auch auf alle anderen Ökosysteme übertragen. Nahrungsbeziehungen sind die wichtigsten Beziehungen in einem Lebensraum der Natur, in dem das eine Lebewesen die Nahrung des anderen ist. Nahrungsbeziehungen sind also Verbindungen von Organismen. Die Verbindung wird durch einen wird gefressen von Pfeil dargestellt. Die verbundenen Organismen kann man in drei Gruppen einteilen. Zum einen gibt es die Erzeuger, auch Produzenten genannt, welche der Ausgangspunkt von Nahrungsbeziehungen sind. Hier haben wir uns für die Eiche, die Fichte, die Kiefer, Gras und die Haselnuss entschieden. Zum anderen gibt es die Verbraucher, welche man in zwei Gruppen einteilt, die Konsumenten erster und zweiter Ordnung. Sie ernähren sich als Konsument erster Ordnung von pflanzlichen Stoffen, also Pflanzenfresser. Hier sind es der Zangenbock, der Maikäfer, das Eichhörnchen und die Waldmaus. Oder als Konsument zweiter Ordnung von tierischer Nahrung. Hier seht ihr die Waldohreule, den Baummarder, den Buntspecht, den Habicht und den Fuchs. Die dritte Gruppe wird durch die Zersetzer, auch Destruenten, gebildet, welche als Abfallfresser tote, pflanzliche sowie tierische Stoffe abbauen. Diese Tiere sind zum Beispiel Aaskäfer, Regenwürmer oder auch Bakterien. Nahrungsbeziehungen werden in zwei Gruppen eingeteilt: die Nahrungskette und das Nahrungsnetz. Der Einfachheit halber beginnen wir mit der Nahrungskette, bei der Lebewesen nach dem Wer-frisst-wen-Prinzip in Beziehung gesetzt werden. So hat man zum Beispiel das Gras als Erzeuger oder Produzent. Dieses wird gefressen von dem Verbraucher der ersten Ordnung, also der Waldmaus. Die Waldmaus wiederum wird gefressen von dem Verbraucher zweiter Ordnung, der Waldohreule, und diese wird nach dem Ableben gefressen von einem Zersetzer. Exemplarisch dient uns hier der Regenwurm. Merke, der wird gefressen von Pfeil zeigt immer in die Richtung des Tieres, welches den vorhergehenden Organismus frisst. Liegt der Pfeil andersrum, so könnte das bedeuten, dass das Gras die Waldmaus frisst. Kommen wir nun zu der zweiten Gruppe von Nahrungsbeziehungen, dem Nahrungsnetz. Nahrungsnetze verbinden mehrere Nahrungsketten miteinander. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen. Wie ihr seht, frisst die Waldmaus nicht nur das Gras, sondern auch die Haselnuss. Somit kann man eine Waldmaus eliminieren und die wird gefressen von Pfeile auf eine Maus ausrichten. Somit werden Nahrungsketten miteinander verbunden. Nahrungsbeziehungen sind die wichtigsten Beziehungen in einem Lebensraum der Natur, in dem das eine Lebewesen die Nahrung des anderen ist. Diese Beziehungen werden durch einen wird gefressen von Pfeil dargestellt. Bei Nahrungsbeziehungen werden die Lebewesen in drei Gruppen eingeteilt. Erstens Erzeuger-Produzent sind der Ausgangspunkt von Nahrungsbeziehungen. Zweitens Verbraucher erster und zweiter Ordnung. Konsumenten erster und zweiter Ordnung ernähren sich von den pflanzlichen Stoffen als Pflanzenfresser oder nehmen als Fleisch- oder Allesfresser
tierische Nahrung auf. Drittens, Zersetzer, Destruenten, bauen als Abfallfresser tote, pflanzliche und tierische Stoffe ab. Nahrungsbeziehungen werden in zwei Gruppen eingeteilt, Nahrungsketten und Nahrungsnetze. Nahrungskette. Die Lebewesen stehen in Beziehung, weil sich der Verbraucher von dem Erzeuger ernährt. Die Nahrungskette wird durch das Wer-frisst-wen-Prinzip dargestellt. Nahrungsnetz. Nahrungsnetze verbinden mehrere Nahrungsketten miteinander.